Glas scheint die am wenigsten vielseitige Substanz auf diesem Planeten zu sein, denn ein einziger Fußball kann ein ganzes Gewächshaus zerstören. Das heißt aber nicht, dass Glas völlig nutzlos ist. Es gibt sogar einige Tricks, die du machen kannst, vorausgesetzt du bist erwachsen und triffst die nötigen Vorsichtsmaßnahmen. Nummer 10. Prince Rupert Tropfen. Diese gehärteten Glasperlen, auch bekannt als Batavian oder Dutch Tears, werden hergestellt, indem geschmolzenes Glas in kaltes Wasser getropft wird. Wenn das geschmolzene Glas auf das kalte Wasser trifft, verfestigt es sich augenblicklich zu einem kaulquappenförmigen Tropfen mit einem langen, dünnen Schwanz. Diese Tropfen sind nicht nur ein toller Schmuck für die Oma, sondern haben auch einige interessante mechanische Eigenschaften. Um herauszufinden, was an ihnen so interessant ist, musst du sie erst herstellen. Nimm einfach etwas Glas und schmelze es mit einem Schneidbrenner. Nach ein paar Sekunden wird das geschmolzene Glas schließlich abtropfen. Stelle sicher, dass du ein mit Wasser gefülltes Glas unter dir hast, in das das geschmolzene Glas fallen kann und das sich sofort in einen Prince Rupert Tropfen verwandelt. Diese Tropfen können einen gewaltigen Hammerschlag aushalten. Das Geheimnisvolle an diesen Tropfen ist, dass sie ihn immer nur am Ende brechen. Wenn der Schwanz auch nur leicht beschädigt wird, zerbricht das ganze Ding nicht nur, sondern löst es sich explosionsartig auf. Der Grund dafür ist das Gleichgewicht zwischen Druck- und Zugspannungen in den Perlen. Nachdem das Glas ins Wasser gefallen ist, kühlt die Außenseite des Glases ab, aber die Innenseite bleibt heiß. Die äußere Schicht schrumpft beim Abkühlen und bildet eine feste Form. Sobald der gesamte Kern abgekühlt ist, können die Moleküle nirgendwo mehr hin, also schrumpfen sie einfach. Dadurch entsteht eine sehr hohe Spannung im Inneren der Birne, die schließlich aushärtet. Wenn der Schwanz auch nur leicht beschädigt wird, wird die hohe Spannung in einer Energiekaskade freigesetzt, die das ganze Ding explodieren lässt. Nummer 9. Glas mit Schnur schneiden. Es gibt eine Reihe genialer Möglichkeiten, Bier- und Weinflaschen wiederzuverwenden, aber du wusstest wahrscheinlich nicht, dass es einen Trick gibt, um eine Glasflasche mit einem Stück Schnur zu zerschneiden. Auch dieser Trick ist ziemlich einfach durchzuführen. Nimm zunächst ein Stück Baumwollschnur und tauche es in Alkohol oder Aceton, wenn du es hast. Dann wickelst du die Schnur in 5 oder 6 Schleifen um die Mitte der Flasche und zündest sie dann an. Sobald sie brennt, tauche die Flasche schnell in kaltes Wasser, bis das Feuer gelöscht ist. Die Flasche sollte dann sofort in 2 Teile zerbrechen. Es ist wichtig, dass du die Dämpfe nicht einatmest, wenn du das versuchst, und dass du die Flasche drehst, während sie brennt, um sicherzustellen, dass die Flasche gleichmäßig zerteilt wird. Das funktioniert, weil Glas kein guter Wärmeleiter ist und der Temperaturunterschied dazu führt, dass sich die äußere Schicht des Glases schneller ausdehnt als die innere Schicht. Der Druck, der von der äußeren Schicht ausgeübt wird, ist im Vergleich zur inneren Schicht enorm und der plötzliche Temperaturwechsel führt dazu, dass das Glas reißt, weil es die Wärmeenergie nicht schnell genug ableiten kann. Nummer 8. Eine Münze durch einen Glasbecher werfen. Wenn du deine Freunde in einer Bar beeindrucken willst, ist dies ein großartiger Trick, den du vorführen kannst. Alles, was du brauchst, ist eine Münze und ein Pintglas. Der Trick besteht darin, dass du den Anschein erwecken musst, dass du eine Münze durch den Boden des Glases geschoben hast. Aber wie machst du das? Zuerst musst du eine Münze in deiner Handfläche halten. In der anderen Hand sollte das Glas sein. Zeige deinem Freund, dass du keine anderen Münzen versteckt hast, sondern nur die für diesen Trick. Bevor du die Münze durch den Boden des Bierglases nach oben stößt, musst du einen französischen Transfer durchführen. Das ist die Illusion, dass du die Münze in deine andere Hand genommen hast, aber in Wirklichkeit ist die Münze in der gleichen Hand wie die, die den Deckel des Glases hält. Achte darauf, dass du die Münze zwischen 2 Fingern und außer Sichtweite deines Publikums hältst. Lass die Münze mit der Hand, die das Glas hält, in das Glas fallen, aber mach es schnell und gleichzeitig, während du mit der anderen Hand so tust, als würdest du die Münze nach oben drücken. Es kann sein, dass du es 20 oder 30 Mal machen musst, aber wenn deine Freunde in der Bar betrunken sind, stehen die Chancen gut, dass du sie schon beim ersten Versuch verblüffst. Nummer 7. Trenne 2 Glasflaschen, ohne sie zu berühren. Das ist ein weiterer cleverer Glastrick, den du in der Bar und überall dort vorführen kannst, wo du 2 Biergläser finden kannst, und der ist wirklich einfach. Bei diesem Trick musst du jemandem davon überzeugen, 2 gestapelte Biergläser zu trennen, ohne sie zu berühren. Die einzige Regel ist, dass sie die Gläser in eine Position bringen dürfen, sie aber danach nicht mehr berühren dürfen. Die Position ist ein wichtiger Anhaltspunkt, um diesen Trick richtig auszuführen. Nachdem dein Freund aufgegeben hat, zeige ihm, wie es geht, indem du die gestapelten Gläser seitlich auf einen Tisch stellst und zwischen den Zwischenraum des ersten und zweiten Glases bläst. Das erste Glas sollte dann herausspringen, weil es durch den Luftdruck herausgedrückt wird. Sei darauf gefasst, es aufzufangen, wenn es herausfällt, sonst könnte es sowohl die Atmosphäre als auch den Trick ruinieren. Nummer 6.
Weinflasche, die Wein aufsaugt. Abgesehen davon, dass sie tolle Vasen für Blumen sind, haben Weinflaschen noch einen anderen Trick, den du wahrscheinlich noch nicht kanntest. Sie saugen Wein auf. Aber wie ist das überhaupt möglich? Eine Weinflasche ist ziemlich steif und dick. Um diesen Trick anzuwenden, gieße den Inhalt einer Weinflasche in eine Schüssel, wobei eine kleine Menge in der Flasche verbleibt. Stelle die Flasche für 3 Minuten in die Mikrowelle und lege sie dann mit der Oberseite nach unten in die Schüssel. Dann saugt die Weinflasche den gesamten Wein in der Schüssel auf wie ein Staubsauger, nur nicht so schnell. Das funktioniert deshalb, weil die Mikrowelle das Wasser und den Alkohol in Dampf verwandelt, wodurch der Druck in der Flasche steigt. Die Flasche ist nicht versiegelt und die Öffnung ist klein genug, damit das, was sich darin befindet, nicht entweichen kann. Wenn das Wasser in der Flasche von Gas zu Flüssigkeit kondensiert, sinkt der Druck in der Flasche, wodurch der umgebende atmosphärische Druck den Wein aus der Schale in die Schüssel drückt. Nummer 5. Gläser zum Singen bringen. Wahrscheinlich hast du das schon mal bei einer Talentshow gesehen, aber du wusstest nie, wie du es selbst machen kannst. Zum Glück kann ich es dir zeigen. Fülle ein Glas etwa halb voll mit Wasser und tauche deinen Finger in das Wasser, um es zu reinigen. Benutze eine Serviette, um den Schmutz von deinem Finger abzuwischen und stelle sicher, dass er sauber ist, bevor du beginnst. Dein Finger braucht ein wenig Feuchtigkeit, also tauche ihn wieder ins Wasser. Lege nun deinen sauberen, feuchten Finger auf den Rand des Glases, drücke ihn leicht nach unten und reibe ihn rundherum, ohne damit aufzuhören. Fahre damit in einer kreisförmigen Bewegung entlang des Glasrandes fort, während du den gleichen Druck beibehältst und schon bald bist du ein vollwertiger Musiker. Das funktioniert, weil dein Finger beim Reiben auf dem Rand erst klebt und dann gleitet. Diese Stick-and-Slide-Action ist nur von kurzer Dauer, erzeugt aber eine Vibration im Glas, die sich in einem wunderbaren Klang verwandelt. Ein saubererer Finger verbessert die Stick-and-Slide-Action und sobald die ersten Vibrationen entstehen, beginnt das Glas zu schwingen. Die Tonhöhe kann verändert werden, je nachdem wie viel Wasser sich im Glas befindet und die Lautstärke wird dadurch bestimmt, wie viel Druck von deinem Finger ausgeht. Nummer 4. Glas mit einer Schere schneiden. Wenn dir jemand sagen würde, dass du Glas mit einer Schere schneiden kannst, würdest du wahrscheinlich denken, dass er lügt. Aber es gibt einen Weg und alles, was du brauchst, um Glas zu schneiden, ist eine normale Schere und eine Wanne mit Wasser. Fülle eine Wanne mit Wasser, sodass das Glas vollständig untergetaucht ist und beginne dann, das Glas langsam und vorsichtig zu schneiden. Mache diesen Vorgang langsam, damit du einen sauberen Schnitt in das Glas machen kannst. Das funktioniert, weil das Wasser die Risse im Glas fördert. Dadurch wird der Riss größer und die Reaktion des Wassers verringert die Energie, die zum Brechen der Silizium-Sauerstoff-Bindungen notwendig ist, sodass das Glas schneller bricht. Nummer 3. Gehärtetes Glas wie ein Ninja zerbrechen. Gehärtetes Glas ist ein Glastyp, der so konstruiert ist, dass er bei einem Bruch in kleine, stumpfe Stücke zerbricht, was ihn relativ sicher macht. Traditionell wird gehärtetes Glas als Sicherheitsglas für Autoscheiben, Duschtüren und Tischplatten verwendet. Das Zerbrechen von Glas ist ungefährlich, vorausgesetzt du bist ein Erwachsener und trägst Schutzmaßnahmen wie Handschuhe, eine Schutzbrille, ein langärmeliges Hemd und eine Arbeitshose. Wenn du mit einem großen Hammer darauf schlägst, wird das Glas zerbrechen und das für 30 Minuten oder länger. Es gibt jedoch eine schnellere Methode, die vor allem bei Einbrechern und Feuerwehrleuten bekannt ist. Ninja-Steine sind zerbrochene Scherben von Zündkerzen, die durch Zertrümmern des Keramikteils einer Zündkerze entstehen. Sie können schnell und leise die Seitenscheiben der meisten Autos zertrümmern und werden seit mindestens 1995 für Einbrüche verwendet. Der Name wird nicht mit Ninjas in Verbindung gebracht, aber das sollte er, denn sie sind leise, tödlich und nützlich wie Verbrechen. Wenn diese kleinen Zerstörungswaffen mit mäßiger Geschwindigkeit geworfen werden, hat die scharfe Scherbe aus Aluminiumoxidkeramik eine verheerende Wirkung auf normales oder gehärtetes Glas. Sie bündelt genug Energie in einem kleinen Bereich, setzt beim Aufprall innere Energie frei und lässt das Glas zerspringen. Sobald das Porzellan an einer einzigen Stelle in das gesamte Glas eindringt, bricht die gesamte Scheibe zusammen. Porzellan ist ein extrem harter Stoff, der auf der Mohs-Skala mit einer 9 bewertet wird und damit nur wenig unter einem Diamanten liegt. Deshalb kann es Glas so effektiv zertrümmern, weil sich die gesamte Energie auf einen winzigen Punkt konzentriert und nicht rechtzeitig absorbiert werden kann, anders als bei einem normalen Stein oder einem Stück Metall, sodass das Glas einfach zerbricht. Nummer 2. Zerbrechen des Bodens einer Bierflasche. Das Ausblasen des runden Bodens einer Glasflasche ist ein interessanter Trick, vorausgesetzt er wird im Freien ausgeführt und alle schauen aus sicherer Entfernung gebannt zu. Für den Trick brauchst du nur eine Glasflasche, Wasser und deine Hand. Wie wird er gemacht? Zuerst füllst du die leere Glasflasche mit Wasser, bis es knapp über dem Flaschenhals steht. Dieser Trick funktioniert nicht mit kohlensäurehaltigem Wasser oder mit Wasser, das Blasen enthält, denn dann funktioniert der Trick nicht.
Halte den Flaschenhals mit einer Hand fest und halte die Flasche in einem Winkel, in dem du sicher eine Hebelwirkung erzielen kannst. Mit einer schnellen Bewegung schlägst du mit dem unteren Teil deiner Handfläche auf die Flasche, wo sich normalerweise der Verschluss befindet. Du solltest ein Knacken hören und der Boden der Flasche fällt wie von Zauberhand ab. Es gibt ein paar Theorien, warum das passiert. Eine davon besagt, dass der Boden durch den Luftdruck nachgibt. Eine andere besagt, dass eine Flüssigkeit ohne Kohlensäure das Glas besser zerspringen lässt als eine mit Kohlensäure und dass die Kraft der Flüssigkeit, die nach unten gedrückt wird, das Glas bricht. Nummer 1. Dehnen des Flaschenhalses. Glasflaschen scheinen nicht besonders verformbar zu sein, aber es gibt nichts, was eine heiße Lötlampe nicht beheben könnte. Aber wie lässt sich ein Flaschenhals mit einer Lötlampe dehnen? Lege die Flasche zunächst 5 Minuten lang in Wasser, sonst wird sie durch die Temperaturveränderung der Lötlampe rissig. Entferne auch alle Aufkleber und Etiketten. Lege dann einen Kleiderbügeldraht um den Flaschenhals näher am Rand. Nimm eine Lötlampe und brenne den Flaschenhals etwa 20 Sekunden lang ab, bis er rot zu glühen beginnt. Es dauert ein paar Minuten, bis er abkühlt und wieder fest wird. Verwende also den Draht, um den Flaschenhals langsam zu ziehen, solange er noch rot ist und sich leicht biegen lässt. Klebe nun alle Aufkleber wieder auf und du hast ein wirklich cooles künstlerisches Meisterwerk, mit dem du deine Freunde beeindrucken kannst. Hast du schon einmal einen dieser Glastricks ausprobiert? Oder wirst du sie in Zukunft austesten? Lass es mich in den Kommentaren wissen, wie es dir gelungen ist und danke fürs Zuschauen.